Beim Thema 2.1 werden wir uns jetzt den Flowcharts als erster Modellierungssprache widmen. Der Aufbau dieser Modellierungssprachen-Einführungen ist immer identisch. Ich habe jeweils zuerst eine kurze Einführung in die Notation, die verwendet wird. In manchen Fällen, wie bei der BPMN, mehrstufig, weil die Notation so komplex ist. Dann jeweils Beispiele, und zwar für jede Modellierungssprache die gleichen Beispiele, also den gleichen Fall, der jeweils abgebildet wird, so dass wir danach vergleichen können, wie sich denn diese unterschiedlichen Sprachen dazu eignen, unterschiedliche Sachverhalte abzubilden, und dann eine kurze Bewertung, eine kurze Einordnung der jeweiligen Sprache. Flowcharts, zu Deutsch Flussdiagramme oder ganz ursprünglich aus der Definition, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, in der Einführung zu diesem Themenbereich, Programmablaufpläne kommen aus der Informatik, kommen aus den 50er Jahren, ich glaube erste Beschreibungen findet man sogar noch früher, sind dann auch irgendwann einmal standardisiert worden, um Computerprogramme zu beschreiben in einer Zeit, wo es sowas wie Hochsprachen, also sowas wie Java heute, noch nicht gab. Ja, da ist man mit Lochkarten durch die Gegend gelaufen und hat die in den Rechner irgendwann einmal reingestopft und hat gehofft, dass da das Richtige rauskommt. Und um zu beschreiben, was denn ein Programm macht oder wie es ablaufen soll, hat man Flowcharts entwickelt. Das wesentliche Merkmal von Flowcharts ist, dass sie davon ausgehen, dass immer nur eine Aktivität zu zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur eine Aktivität durchgeführt werden kann. Also sowas wie eine Parallelität gibt es dort drinnen nicht, weil das für den jeweiligen Ob oder für diesen Abbildungsgegenstand, nämlich Programme bei den Computern, die es vor 50 Jahren gab, auch kein Thema war. Die konnten nicht parallel arbeiten, dementsprechend war das auch nicht wichtig. Deshalb wirkt auch der Sprachschatz dieser Modellierungssprache sehr einfach. Unter Sprachschatz, verstehen wir jene Modellierungselemente, die wir verwenden können, um dann ein konkretes Modell bauen zu können. Also was denn dann tatsächlich an, in diesem Fall immer grafischen Symbolen verfügbar ist und was die jeweils bedeuten. Das werden wir jetzt kurz durchgehen. Wir sehen, bei Flowcharts sind es gerade mal vier. Im Kern steht hier die Operation, die uns erlaubt, hier Aktivitäten abzubilden, die wir durchführen müssen. Der Ablaufpfeil, der dafür verantwortlich ist, die zeitlich sachlogische Reihenfolge abzubilden, also über den werden Operationen miteinander verknüpft. Um zu kennzeichnen, wo denn der Prozess beginnt und endet, gibt es das sogenannte Terminierungselement. Also wir werden sehen dann im Beispiel, das finden wir immer zu Beginn und am Ende. Und was auch frühe Computer schon konnten oder was auch ein Computerprogramm ausmacht, ist, dass man Alternativen im Programmablauf abbilden kann. Aus der Programmierung kennen wir das, das ist das If. Also wenn eine bestimmte Bedingung gegeben ist, dann geht den Weg, oder wenn sie nicht erfüllt ist, dann geht den anderen Weg. Und dazu gibt es die Entscheidung. Die ist sehr stark daran orientiert, wie auch das If in der Programmierung funktioniert. Ich kann immer nur eine binäre Entscheidung treffen. Das heißt, ich muss eine Bedingung formulieren, die entweder wahr oder falsch sein kann. Das kann jetzt der Wert einer Variablen sein, und dieser Wert der Variablen ist größer 20 oder kleiner 20. Das ist wahr oder falsch. Und wenn es wahr ist, geht es in die eine Richtung. Und wenn es falsch ist, geht es in die andere Richtung. Das sind im Wesentlichen die Elemente, die wir haben, und mit dem können wir alles abbilden, was wir in einer klassischen Programmiersprache auch abbilden können. Mehr oder weniger bequem werden wir jetzt dann gleich sehen. Das ist hier alles nochmal beschrieben. Wenn wir jetzt auf die Beispiele schauen, der einfachste Prozess hat zwei Terminierungselemente, nämlich Start und Ende, und dazwischen eine Operation, die nennen wir jetzt einmal Antrag prüfen. Unser Szenario, das wir immer durchziehen, ist, wir bilden ab den Prozess der Urlaubsbeantragung in einem Unternehmen und führen den dann in unterschiedlichen Komplexitätsstufen aus. Das wird sich jetzt durch den gesamten Themenbereich 2 durchziehen. Wenn wir jetzt diesen
oder diesen Entscheidungsoperator einführen, dieses Entscheidungselement einführen, dann könnt ihr so ausschauen, wir haben den Start, wieder das Ende, die Terminierungselemente, Antrag prüfen wie vorhin und jetzt formulieren wir eine Bedingung, die wahr oder falsch sein kann, nämlich der Antrag wurde geprüft, gibt es eine positive Entscheidung, ja oder nein, falls nein, geht es in die Richtung, falls ja, sehe ich gerade, das fehlt hier, geht es in die Richtung. Das heißt, es wird entweder die Operation Antrag bestätigen ausgeführt, wenn die positive Entscheidung vorliegt. Es wird der Antrag abgelehnt, wenn eine negative Entscheidung vorliegt. Das heißt, im Wesentlichen lässt sich bei Flowcharts an die beiden Kanten, die ausgehen können von so einem Entscheidungselement, immer Ja oder Nein hinschreiben oder wahr oder falsch hinschreiben. Die Bedingung muss dann entsprechend formuliert sein. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, wir haben jetzt tatsächlich keinen Urlaubsantrag, sondern einen Investitionsantrag, habe ich vorher versprochen, sorry. Wenn ich eine Entscheidung treffe, die mehr als zwei mögliche Entscheidungen oder Ergebnisse haben kann, so muss man sagen, Ergebnisse haben kann, dann muss ich das mit mehreren Entscheidungsoperatoren abbilden. Das heißt, wir nehmen jetzt den Fall, wir treffen eine Investitionsentscheidung, dazu wird wieder ein Antrag eingereicht irgendwoher, der wird geprüft, das ist die erste Operation in unserem Prozess und dann kommt es darauf an, wie hoch die Investitionssumme ist. Und da gibt es drei unterschiedliche Stufen, unter 1.000 Euro, unter 10.000 Euro oder darüber. Und in Flowcharts, nachdem wir immer nur binäre Entscheidungen abbilden können, müssen wir das jetzt in zwei Schritten machen, so wie auch in einer Programmiersprache das MinIF vorliegen würde. Wir müssen also zuerst prüfen, ist die Investition unter 1.000 Euro? Wenn ja, dann können wir den Antrag bestätigen. Wenn nein, dann kommt es nochmal drauf an, ist er unter 10.000 Euro? Also wir wissen schon einmal, er ist über 1.000 Euro. Wenn er dann unter 10.000 Euro ist, dann prüfen wir die Beilagen. Wenn er über 10.000 Euro ist in diesem Fall, also wenn die Investition kleiner 10.000, diese Bedingung nein ist, dann müssen wir den Antrag weiterleiten, weil dann muss jemand anderer entscheiden. Und damit sind wir wieder fertig. Was an dieser Stelle schon auffällt, ist, was hier im Prozess fehlt, sind sämtliche Daten. Also wir haben diesen Antrag an sich nirgends repräsentiert, auch keine Zuständigkeiten. Das Wer fehlt vollkommen. Wir wissen nicht, wer prüft. Wir wissen nicht, an wen wir weiterleiten. Das alles lassen Flowcharts in der Abbildung, also standardmäßig jetzt einmal, nicht zu. Was wir auch aus der Programmierung kennen und was auch in der Praxis von Geschäftsprozessen immer wieder vorkommt, ist eine wiederholte Abarbeitung von bestimmten Prozessteilen. In diesem Fall können wir uns vorstellen, wir haben einen Stapel von Anträgen liegen und wir bearbeiten diese Anträge so lange, bis dieser Stapel weg ist. Das heißt, wir haben diese Operation Antrag bearbeiten und wir prüfen danach, sind weitere Anträge vorhanden, haben also wieder dieses Verzweigungselement und nutzen das aber jetzt, um eine Rückkopplung zu erzeugen. Das heißt, wenn weitere Anträge vorhanden sind, dann springen wir nach oben zurück und führen dieses Antrag bearbeiten erneut aus. Und nur wenn keine weiteren vorhanden sind, dann kommen wir zum Ende. Und so lässt sich eine wiederholte Bearbeitung herstellen, das, was man in einer Programmiersprache als Schleife kennen würde. Tatsächlich ist es so, dass in alten oder sehr frühen Programmiersprachen es dieses Schleifenkonstrukt nicht gibt. Da hat man das wirklich mit Sprungmarken gelöst, mit dem sogenannten Go-To. Und eine Sprungmarke ist jetzt nichts anderes als das, was wir hier abgebildet haben. Man würde also dort, wo man prüft, an dieser Stelle dann sagen, so, wenn noch weitere Anträge vorhanden sind, dann geh zurück an diesen Punkt hier, den man im Programm irgendwo markieren würde und führe erneut aus. Also das ist tatsächlich das, was früher in Programmiersprachen gang und gäbe war, wenn einzelne Programmteile wiederholt ausgeführt werden mussten. So, recht viel mehr kann man jetzt den Flowcharts auch schon nicht abbilden. Das heißt, sie sind sehr einfach. Wir haben nur diese vier Modellierungselemente und da zählen wir den Pfeil schon mit. Also die Operation, die Verzweigung, den Pfeil, der die Abfolge darstellt und das Terminierungselement, das wir verwenden, um Start und Ende zu kennzeichnen. Daten und Verantwortlichkeiten
sind mal per se nicht vorgesehen. Die haben wir nicht drinnen. Es gibt noch Flowchart-Varianten, die dann noch stärker auf die Automatisierung, also auf die technologische Verarbeitung abstellen. Da gibt es noch Elemente für Dateneingabe zum Beispiel, damit man früher in einem Programm gewusst hätte, wann denn von einem Kartenstapel zum Beispiel was eingelesen werden muss oder von einer Festplatte was geladen werden muss. Das brauchen wir für die Geschäftsprozessmodellierung aber nicht und dementsprechend lassen wir es hier jetzt weg. Ich habe auch schon erwähnt, sowas wie parallele Abläufe sind nicht vorgesehen. Wir haben nur die Verzweigung, die einen exklusiven, eine Darstellung eines exklusiven Kontrollflusses ermöglicht. Exklusiv bedeutet hier entweder das eine oder das andere, aber sicher nie beide Sachen. Die Dinge, die Zweige müssen sich gegenseitig ausschließen. Diese Parallelitätsabbildung und das mit den Verantwortlichkeiten, das wird in moderneren Sprachen gelöst. Das finden wir dann in den UML-Aktivitätsdiagrammen der BPMN oder auch in den EPKs, die wir uns jetzt dann im nächsten Schritt anschauen.